Hallo, meine Lieben. Seid alle herzlich begrüßt und es tut mir leid, dass ich so unrasiert vor euch stehe. Es ist so, ich habe so manche Videos geguckt und die beginnen so: Ja, und wir sind und wir sind. Ich möchte hier keine Show machen. Ich möchte einfach und schlicht das Wort Gottes weitergeben. Also, ich bin froh, dass ihr mich annimmt, so wie ich bin, unrasiert, rasiert, frisiert oder unfrisiert, dreckig, stinkig. Gott sei Dank, man riecht es nicht übers das Video. Aber es ist so, wie es ist und es ist besser so. Und ich denke, meine Lieben, wir wollen Gottes Wort wissen. Wir wollen keine Show hier machen. Wir wollen nicht uns irgendwie aufbringen und zeigen, wie gutes Videos wir machen können mit verschiedenen Schriften und weiß ich nicht was, sondern die Einfachheit. Ja, Gott ist die Einfachheit selbst und er macht Zeichen im Himmel und auf der Erde und er spricht ganz einfach. Wenn wir das Leben Jesus so sehen, der war ganz einfach, arm, hatte kein Haus, hatte keine Wohnung und dennoch hatte er zu essen, hatte wo zu schlafen und so weiter und so fort. Die Einfachheit, das ist wichtig. Und meine Lieben, ja, zu Anfang lasst mich so sagen, ich bin sehr dankbar für eure Gebete, ich bin sehr dankbar für eure Unterstützung, auch finanziell und in allerlei. Es ist das, wo ich sehe, die Gottesliebe auf mich zukommen. Und ich bin froh, wenn es auch keine Erwartungen da sind und sagen, wenn, dann, sondern so lieben, wie der Herr geliebt hat, ohne Erwartungen. Der Herr ist auf dem Kreuz Golgatha gestorben, er wurde Fleisch, er wurde Mensch. Er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unser ganzes Leid getragen, ohne zu erwarten irgendwas dafür. Und das ist wunderbar. Und so sollen wir uns auch lieb haben. Bevor ich anfange, möchte ich noch ein paar Details hier weitergeben. Meine Lieben, lasst euch nicht verirren von diesem Unsinn, was heute so gepredigt wird. Ah ja, oder in den Kommentaren mal schreiben die Leute: Ja, Laszlo, du bist dumm, du bist ein Horror, du bist so, die Entrückung kommt gar nicht. Ich habe nur eine Frage an euch. Wisst ihr, was ihr seid? Wisst ihr, was ihr seid? Und ich sage euch, ihr seid Tempel Gottes mit mir zusammen. Wir sind Tempel Gottes, das sagt Paulus deutlich. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Es ist eine ganz deutliche Aussage. Und was seid ihr? Ihr seid Glieder. Wo? Wo seid ihr Glieder? Ihr seid Glieder in den Leib, den Christus. Und dann frage ich euch, hat der Christus kein Trübsal und Drangsal für euch durchgemacht und für mich selbst? Wisst ihr, was der Christus gelitten hat? Unheimlich, was er gelitten hat, wegen dir und mir. Und soll er sich noch bewähren in der 70. Jahrwoche? Ist denn jemand noch gescheit hier im Kopf, wenn er die Bibel liest? Ist es noch gescheit, was man da sagt? Ah, das ist nicht wahr. Man stellt den Christus hin als ein Loser. Der Christus hatte ganze Drangsals und Trübsalszeit für uns durchgemacht. Und wir sind in seinem Leib, wir sind sein Tempel. Wisst ihr, wie sich das hört? Lass dich mich das so sagen. Entschuldigt, wenn ich das so dumm her sage.
Das heißt, das neue Jerusalem, wenn sie sich auf die Erde kommt, muss sich erstmal bewähren. Wenn Gott, Jesus auf die Erde kommt und sich als Herr ausgibt, muss sich erstmal bewähren, muss durch die Drangsalszeit und Drangsalszeit, muss erst durch sein eigenes Gericht gehen. Also echt, wenn das jemand nicht aufgefasst hat, wenn das nicht jemand verstanden hat, was Paulus uns durch unseren Herrn Jesus Christus, durch diese große Gnade und Liebe, was er uns gegeben hat, nicht verstanden hat, dann ist selber schuld. Ist selber schuld. Soll das Tempel Gottes sich bewähren, was dem Gott selbst gehört, muss nochmal sich bewähren? Für was? Oh, und ich bin so dankbar, dass ich ein Tempel Gottes bin und du auch. Ich hoffe es sehr. Musst du dich nochmal bewähren? Muss nochmal? Nein, nein. Diese Zeit bis zu der Entrückung, und die Entrückung kommt. Und wenn jemand so wahnsinnig verfinstert ist, dass er das nicht versteht, das ist selber schuld, da kann ich nichts dafür. Und ich will niemanden richten. Aber wenn man, dann soll man lieber schweigen, soll man lieber keinen Kommentar geben, soll man lieber nichts sagen, soll man lieber sagen, Bruder, ich verstehe das anders und es ist okay. Aber wenn man sagt, du siehst das Horror, du siehst falsch, du siehst blöd, du siehst unartig aus, ja, Mann. Lasst die gehen, Leute. Meine Lieben, lasst die gehen und lasst euch nicht verirren von solchen Lehren. Du bist das Tempel Gottes und du bist gewährt durch die Gnade Gottes, durch den Geist Gottes, der in dich wohnt. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Lasst euch nicht irren, Herr, hier von denen Sachen. Und jetzt lasst uns beten, meine Lieben. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, weil du die Liebe bist. Die ewige Güte und das Langmut, was du uns bewiesen hast. Herr, wir loben dich und preisen dich, dass du so viel Güte uns gezeigt hast in unserem ganzen Leben. Und wir wissen, Herr, du kommst bald. Wir werden dich auf den Wolken treffen. Wir werden Angesicht zu Angesicht vor dich stehen. Und wir werden kein Geheimnis mehr haben. Herr, du bist herrlich. Herr, schenke uns wirklich die Gnade, zu verstehen deine Liebe jetzt hier auch in diesem Video. Lass uns verstehen, was Gnade und Liebe ist. Lass uns verstehen, was das Tempel Gottes ist. Lass uns verstehen, dass du in dieser Zeit der Nationen etwas Gewaltiges gemacht hast. Wir loben dich dafür. Leite uns auch durch dieses Video und lass wirklich jeden Einzelnen, der zuhört, das zu verstehen. Lass uns aufwachen, Herr. Lass uns unsere Häupter emporheben und zum Himmel gucken. Und wissen wir, dass daher kommt unsere Erlösung. Ach Herr, du bist gewaltig. Wir loben dich und preisen dich dafür. Amen. Meine Lieben, das ist das zweite Teil von gestern. Das Video, was ich gestern gemacht habe über Liebe. 1. Korinther 13. Und es ist eine Tatsache, dass Gott sagt, wenn ich heilig bin, will ich, dass ihr auch heilig seid. Paulus sagt es deutlich. Lebe nicht mehr ich, sondern wer lebt in mich? Der Christus in mir. Und wenn Christus in mir lebt, wer lebt in mir? Gott.
Wer lebt in mir? Der Geist Gottes. Das ist gewaltig. Und was heißt das, wenn Gott, wenn Christus, wenn der Geist in mir lebt? Das heißt, dass ich die Eigenschaften Gottes auf mich aufnehme. Das heißt, dass das, was Gott ist, will ich auch sein. Nichts anderes. Das, was Gott ist, will ich auch sein. Und was ist Gott? Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, dann Gott ist langmütig, seit 6000 Jahren, mein Lieben. Seit 6000 Jahren ist er langmütig mit der ganzen Menschheitsgeschichte. Er ist nicht jähzornig geworden, sondern er ist langmütig. In 2. Mose 34, 6 sagt der Mose: Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Entschuldige, das hört mal an. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. 4. Mose 14, 18. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß, groß, gewaltig an Gnade, der Schuld und Treuebruch. Treuebruch. Der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keinerwegs unbestraft lässt. Er züchtigt natürlich. Und wir könnten die ganze Bibel lesen, meine Lieben. Ja. Psalm 86, 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und an Wahrheit. Psalm 103, 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß und gewaltig an Gnade. Psalm 145, 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Joel 2, 13. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Bitte hört mir zu, was ich lese. Joel 2, 13. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil greuen. Und da könnte man die ganze Bibel durchlesen. Es ist gewaltig, in wie oft das erwähnt wird in der ganzen Bibel. 6000 Jahre langsam zum Zorn, langmütig. Und wenn der Herr langmütig ist und Christus in mir wohnt, was sagt Paulus? Lebe nicht mehr ich, sondern der Christus in mir. Und wenn der Christus in mir ist, sollte ich nicht auch so sein wie er? Langmütig? Doch, das ist der Punkt. Langsam zum Zorn, langsam zur Vergeltung, langsam zu erwürgen. Meine Lieben, Punkt. Wir leben im Leib der Sünde und das weiß der Herr. Und wenn der Geist Gottes uns nicht zu Hilfe kommen würde, würden wir schon längst im Gefängnis sitzen. Leider, es ist so. Weil wir die Kraft nicht haben, aber Gott gibt uns diese Kraft, weil er gnädig ist. Und das andere ist gütig. Gott ist gütig. Gott ist einer, der gibt. Meine Lieben, der hat seinen Sohn gegeben. Der hat in den Tod geschickt, dass wir leben. Das ist Güte. Und das möchte er, dass wir auch lernen, gütig zu sein. Zu geben, ohne Erwartung, ohne irgendwie Hintergedanken zu haben. Gütig zu sein. Ha, das ist schwierig. Ist schwierig.
Aber mit dem Herrn ist es möglich, wenn ich ihm vertraue, wenn ich auf ihm schaue, wenn ich sein Wort lese hier, wenn ich sein Wort lese und mich daraus meine Kraft schöpfe jeden Tag, in Gebet, in Ausharren, in Anfassen seinen Fuß und sagen, Herr, segne mich auch heute. Auch beim Brotbrechen sagt Paulus, jedes Mal, wenn ihr das tut, sollt ihr gedenken an seinen Tod, an sein Blut, an seine Kraft. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das, was uns erfüllt. Er ist gültig. Gott tut nicht groß. Und deswegen, meine Lieben, diese 12 Gebote, was ich der Liebe gesagt habe in dem vorigen Video. Gott tut nicht groß. Er sagt nicht, ich bin der gewaltige Gott und ich vernichte die Erde. Nein, er steht in der Liebe. Er steht in der Güte. Er steht in Langmut, weil er uns liebt. Er tut nicht groß, er benutzt nicht seine Gewalt, um uns zu vernichten, sondern um uns aufzurichten. Jesus in seinem ganzen Leben, betrachtet mal die Evangelien, liest mal nach und sieht, wie oft war Jesus hochmütig oder hat sich groß gedacht, ich bin der Sohn Gottes. Nein! Er war immer Demut. Er hat die Füße gewaschen. Er hat den anderen die Füße gewaschen. Er war ein Knecht. Er hat gedient. Er hat den Aposteln geholfen. Als Petrus ihm was sagt und Jesus sagt, weiche von mir, Teufel, sagt nicht dem Petrus, hey du, ihr Lehrer, du böser Wicht. Nein. Er wusste ganz genau, der Teufel hat darüber geredet. Aber er verschont den Petrus. Als die Hure gebracht worden ist, verschont er die Hure und zeigt den anderen, ihr seid Sünder. Was sprecht ihr hier groß? War macht auch euren Maul auf und sagt, diese Frau ist eine Hure, wenn ihr selbst das seid? Jesus bläht sich nicht auf. Jesus tut nicht groß. Und das macht Gott in den Himmel. Der ewige Gott, der könnte das machen, macht es nicht, weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Weil er uns liebt. Er macht es nicht, weil er uns liebt. Und wenn Leute sagen, ah, warum ist Gott so ungerecht und so, die wissen überhaupt nicht, was sie reden. Gott ist eine gewaltige Liebe. Und sein Liebe zu verstehen, da muss ich mein Haupt neigen. Da muss ich mein Haupt hinneigen. Und ich muss sagen, Herr, ich bin nicht mit dir würdig, weil du bist ein ewiger Gott. Ich, aber ich bin Fleisch und Blut in der Sünde verschollen. Und dennoch, du liebst mich und hilfst mich und tragst mich und heiligst mich und reinigst mich und machst mit mir das, dass ich das ewige Leben habe. Vom Last des Gottes, natürlich. Gott benimmt dich nicht nur unanständig. Gott liebt Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Diese 1. Korinther 13 sind Eigenschaften des Gottes. Gott benimmt sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Er sagt nicht, hey, was kann ich da verdienen auf den guten Laszlo? Ja, mal sehen. Ja, wenn ich ihn da hin und her schicke, dann kann ich mal ein paar Bitcoins oder ein paar Dollars verdienen. Und da könnte ich mir da was anlegen oder was? Nein. Er sucht nur das Beste für mich. Und das ist gewaltig, dass ein Gott, der alles in seiner Hand hält, mein Bestes sucht
und nicht sein Bestes sucht. Habt ihr euch mal Gedanken drüber gemacht? 1. Korinther 13. Und das will Gott, dass wir genauso leben miteinander. Füreinander. Nicht, dass wir suchen unseren Bestes. Gott lässt sich nicht erbittern. Er hat den Grund dafür sich erbittern lassen. Wie viele Sünden hast du? Wie viele Sünden habe ich? Und wie oft erbittern wir seinen Geist? Dämpfen wir seinen Geist? Und er lässt sich nicht erbittern. Er liebt uns weiter. Und er will uns züchtigen und formen und dahin bringen, dass wir in diesem ewigen Leben bleiben. In seiner Hand, weil wir Tempel Gottes sind und nicht irgendwie Loser, die nochmal geprüft werden müssen durch die 70. Jahrwoche. Mann, oh Mann, das ist etwas, was ich nicht verstehe in der ganzen Weltgeschichte heute, in der Verkündigung Paulus, was so eindeutig ist und dennoch die Menschen so Wahnsinn reden. Aber Gott sei Dank gnädig. Er rechnet Böses nicht zu. Wie oft sind wir böse mit dem Herrn? Ach Mann, ich rede nur von mich. Ich rede von mir selbst. Wenn meine Frau, Kinder oder andere Sachen, wie viel Gott mir vergibt täglich, ist immens. Und er rechnet mir das nicht zu, weil ich bin sein Kind, sein Tempel, was er teuer erkauft hat dort am Kreuz, am Golgatha, was er gezogen hat in Sohn. Nicht aus Spaß irgendwie, sondern das hat Gott gemacht. Und Paulus sagt, das Glauben ist ein Geschenk Gottes an euch. Und es ist nicht, dass ich irgendwie zum Glauben gekommen bin, weil ich so gut bin und ich bin so weise, ich habe Theologie studiert. Sondern das Glauben ist ein Geschenk Gottes. Es ist gewaltig, meine Lieben. Gott rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Und in der Bibel ist deutlich, in den Propheten sagt der Herr, er freut sich nicht auf den Tod der Gottlosen. Und wenn jemand sagt, dass Gott ungerecht ist, dann soll er sich dieses Satz merken. Gott freut sich nicht, dass ein Gottloser sterben muss. Nein, Gott freut sich, wenn jeder Mensch errettet werden könnte. Er freut sich mit der Wahrheit. Er freut sich mit Christus, der Vater freut sich mit dem Christus, er freut sich mit der Wahrheit, er freut sich mit das Leben und er freut sich mit uns. Und das danke ich dir, der Herr, dass ich, der so elend und ein Mistkerl bin, dennoch eine Freude für den Herrn bin. Denn der Herr hat die Nichtnützigen gerufen. Die Elenden, die Zerbrochenen, die Nichtskönner, das Mist dieser Welt hat er berufen. Das Verworfene, das, was nichts mehr wert ist auf dieser Welt, für diese Welt, hat Gott berufen. Und dann sagt man, entschuldigt, ich könnte in Tränen ausweichen jetzt. Und da sagt jemand, dass Gott keine Gnade ist. Das, was die Welt verworfen hat, hat Gott berufen. Ist gewaltig. Und du bist einer davon und sei dem Herrn dankbar. Er erträgt alles und erhofft alles, er duldet alles. Der Herr erträgt vieles in unser Leben. Er züchtigt uns und er leitet uns. Und diese 1. Korinther 13 ist das Wesen des ewigen Gottes. Und ich möchte hier jetzt einfach mal sagen, Römerbrief, Paulus erklärt in der Römerbrief, dass die 12 Gebote Gesetz
Gottes, was Mose gekriegt hat, das ist die Macht der Sünde. Weil durch das Gesetz wurde die Sünde offenbart. Habt ihr das kapiert? Das Gesetz, Mose, hat die Sünde offenbart. Und durch das Gesetz hat die Sünde uns getötet, weil wir das Gesetz nicht erhalten könnten. Und jetzt sage ich etwas, was eigentlich in der Bibel direkt so nicht geschrieben ist. Die Eigenschaft Gottes, die diese 11 Gebote, Langmut, lass mich das lesen, Langmut, Güte, tut nicht groß, bläht nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtes, sie freut sich nicht über die, sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, erhofft alles, erduldet alles. Das ist auch ein Gebot der Liebe, was eigentlich die Sünde offenbart. Das ist auch ein Gebot der Liebe, der die Sünde uns zeigt. Das ist Sünde, wenn du das nicht tust. Und die Sünde hat Macht und deswegen sagt er, hey, du hast heute deinen Bruder verarscht. Also, du bist kein Christ. Oh, du hast heute groß getan. Du hast dich ein bisschen aufgebläht. Und ein bisschen selbstsüchtig warst du auch. Also, du bist kein Kind Gottes. Aha, du hast dich erbittern lassen. Die Sünde zeigt uns, was Liebe ist. Durch unser Gewissen, er sagt uns, ah ja, dass die Liebe rechnet kein Böses zu, du hast aber Böses zugerechnet. Du bist kein Kind Gottes. Deswegen kommen viele so in diesen Schwankungen rein und sagen, Mann, bin ich oder bin ich nicht? Ja, ich bin's, weil der Herr mich leitet. Der Herr lässt mich aus seiner Hand nicht raus. Aber dieses Gebot der Liebe ist auch eine Entblößung der Sünde. Und die Sünde versucht, das Nichthalten der Liebe zu deiner Vernichtung zu gebrauchen. Also lass es nicht zu. Denn ich vertraue und ich möchte das Letzte sagen, was Paulus sagt. Sie erträgt alles, erhofft erduldet. Und Christus vergeht niemals. Die Liebe des Christus an uns vergeht niemals. Egal in welche Situation ich komme, egal wenn ich versage oder nicht versage, egal wenn ich auf die Nase falle, ob ich mich rasiere oder nicht rasiere, Christus vergeht nicht und er lässt dich nicht allein. Du bist ein Tempel, egal. Der Herr wird dich schon leiten. Und darauf harre. Baue, halte fest daran, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Der ewige Gott hat uns seine Eigenschaften gegeben und er hat uns wissen lassen, dass wir nicht mehr leben, sondern der Christus in uns. Und wenn der Christus in uns lebt, dann müssen diese Eigenschaften vorhanden sein, aber die Menschen gucken, ja, oh, der isst Schweinefleisch, der hält kein Sabbat. Oh, der zieht sich schwarze Kleider an. Oh, der ist nicht gut. Nein, das sind die Maßstäbe, an dem dich Gott misst. 1. Korinther 13. Das sind die 11 Gebote, was Mose damals nicht gekriegt hat in anderer Form, haben wir es in dieser Form gekriegt.
in der Gnade zeigen. Dass wir wissen, wer Gott und was Gott ist. Er ist Liebe. Und wenn Gott heilig ist und wenn Gott Liebe ist, dann sollen wir nicht auch heilig und Liebe sein? Doch, dann sollen wir es auch sein. Ja, ich liebe den Herrn, wie der Psalmist sagt, denn er hört meine Stimme den ganzen Tag. Epheser 1,5, und uns vorher bestimmt hat, und ich möchte es nochmal betonen, und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nicht irgendwie aus Karten legen oder Poker spielen, sondern es ist sein Wohlgefallen gewesen, um uns vorher bestimmen zu dieser Sohnschaft. Und du bist dabei. Und viele denken dann natürlich, dass wir dann nochmal geprüft werden müssen, weil Gott hat uns als Tempel gemacht, was Jesus auch gesagt hat, in 3 Tagen baue ich meine Tempel. Und der Tempel Gott Jesus, der Tempel Christi, ist so unheilig. Oder so nochmal zu prüfen, Mann, oh Mann, echt, wie Leute Bibel lesen. Ich verstehe es nicht. Aber ich bin froh, Epheser 2,4 noch dazu zu lesen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns seine viele Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Meine Mann, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, Langmut, Güte. Das ist jetzt mein Dazusatz. Ja. Langmut, Güte, hat uns seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat. Ja, und Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Muss ich denn noch viel mehr sagen dazu? Muss ich dann noch hier Erklärungen bringen, wenn die Bibel alles deutlich sagt? 1. Korinther 13 ist der Fundament des Christseins. Aber darüber sprechen wenige. 1. Korinther 13 ist in Gebote der Liebe, was ein Christ erleben muss. Das sind die Früchte der Liebe, was ein Christ bringt. Und nicht, was er trinkt, was er anzieht oder was, ob er sich rasiert oder nicht rasiert, sondern das sind, was ich den anderen antue. Meine Lieben, es war auch die Rede über, in dem anderen Video, über die jemanden verändern. Es ist natürlich, dass man die Sünde zu Sünde nennen muss. Aber es ist nicht unnatürlich, in welche Form ich das bringe. Weil wenn ich nicht in der Form der Liebe, in Langmut, Güte und Demut das bringe, dann wird mein Erkenntnis der Sünde des anderen den anderen zerstören. Und deswegen lieber schweige ich, lieber länger und bete an den Herrn, dass er mir die Weisheit gibt, das ihm mit Liebe zu offenbaren. Sünde soll immer Sünde für uns bleiben. Kein Thema. Aber wenn ich den anderen was beibringen möchte, soll das die Liebe, der Langmut, Güte und Demut immer dabei sein. Wenn das nicht möglich ist, dann soll ich lieber schweigen.
Gott möchte, dass wir uns prüfen. Wenn zum Beispiel es geht um meinen Mann oder meine Frau oder meine Kinder, dann soll ich mich prüfen, was habe ich denn falsch gemacht? Was könnte ich anders machen? Herr, leite mich. Und es ist auch hier auch die Frage, wessen Hilfe ich verlange. Ist meine Hilfe, ich will was verändern, das geht immer schief, oder ich überlasse Gott, es zu verändern. Und wisst ihr, viele von uns haben kein Kämmerlein, in dem sie beten Tag für ihren Mann, aber die erwarten, dass der Mann verändert. Viele haben kein Kämmerlein, in dem sie für ihre Frau oder für ihre Kinder beten, aber die erwarten eine Veränderung. Viele haben kein Kämmerlein, wo man für die Kinder oder für ihren Nachbarn oder für ihren Chef oder Kollegen beten sollen, aber die erwarten eine Veränderung. Wie soll das dann gehen? Wir müssen ein kleines Raum haben, wo wir abends oder mittags unsere paar Minuten oder Stunden Zeit nehmen, im Gebet vor dem Herrn zu sein und sagen, Vater, ich habe hier versagt, ich kann meinen Mann, ich kann meine Frau, ich kann meine Kinder, ich kann meinen Nachbarn nicht verändern, aber du kannst es. Wie viele von uns haben das? Ich glaube, wenig. Wenig. Da muss man auch sich nicht wundern, dass es nicht klappt. Der Herr ist gütig, barmherzig, langmütig. Aber er freut sich auf eure ehrliche Gebete und nicht auf eure ehrliche Rebellion, wo man den Balken in den eigenen Augen nicht sieht, aber den Streichholz in den anderen Augen sieht. Das freut er sich nicht. Und dann muss er uns züchtigen, und dann schreien wir wie Würmer in dem Holz, der brennt. Ach, Herr, heiß. Und dann sagt der Herr, du musst lernen, erstmal den Balken mir übergeben. Wir sehen immer sehr schnell die Sünde der anderen. Und wisst ihr, was interessant ist? Jesus hat eigentlich nicht sehr viel über Sünde gesprochen, in dem Sinn. Wenn Kranke zu ihm gekommen sind, hat er nicht gesagt, ja, ihr Leprakranke, ihr seid Sünder. Jetzt, ja, was habt ihr vergangen? Ja, ihr müsst jetzt erstmal Bekenntnis geben und ihr müsst das und jedes machen. Nein, was wollt ihr von mir? Gesund werden, ihr seid gesund, gut. Da ist die Hure. Oh, Hurerei, wahr. Boah, große Sache, ne? Das gesteinigt zu sein, das ist eine Sünde, das ist eine gewaltige Sünde. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Jesus spricht nicht über die Sünde. Jesus sagt, sündige nicht mehr. Aber ich helfe dir. Wer zum Herrn kommt, wird nicht ausgewiesen. Das ist eine Güte, das ist Langmut, das ist eine Größe, das ist gewaltig. Ja, man könnte noch vieles darüber reden. Jesus Christus ist mein Leben. Er lebt für mich und ich lebe durch ihn. Und das muss mir bewusst sein. Und wenn er die Liebe ist, muss ich mich auch bemühen, auch in dieser Liebe zu bleiben. Und diese Liebe ist die Maßstab und die Maßlinie, nach dem man Christen unterscheiden kann. Man sieht in den Kommentaren, man sieht in der Verhaltung, man sieht in der Streitigkeit, man sieht in den allen möglichen, wo Christen stehen. Und 1. Korinther 13 ist der
der Grund vom Alles. Da kann ich gleich sehen, wo eigentlich steht. Nicht, was er anzieht, was er isst oder was er trinkt. Ob er ein Bier trinkt oder Cognac trinkt. Oder jetzt ein Schwarz anzieht oder Schweinefleisch isst. Oder den Sabbat hält oder weiß nicht was, Weihnachten macht. Ja, wir können uns natürlich in jedem, ja, das ist heidnisch und der ist polnisch und der ist deutsch und das italienisch. Ich esse kein Spaghetti, weil es italienisch ist. Und deswegen esse ich nur Schweinefleisch, weil ich deutsch bin. Ja, es ist egal. Das ist Blödsinn. Das 1. Korinther 13 ist der Maßstab, nach dem ich dem anderen urteilen kann, wo er steht. Wo ich stehe. Und das ist wichtig. Und wenn Paulus sagt, prüft euch, dann sind das die Maßstäbe, nach denen ich mich prüfen kann. Wo ich stehe. In der Liebe. Weil ohne Liebe gibt es nichts. Das sagt Paulus und das sagt auch die Offenbarung. Ja. Es ist eine Gemeinde, nicht in Jena, ich weiß jetzt nicht welche, jetzt ganz genau, und sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Kehr zurück zu der Liebe. Sonst ist futsch. Ohne Liebe kannst du der größte Gläubiger sein. Du kannst dich erschießen. Weil ohne diese Liebe bist du nichts. Und das sagt Paulus deutlich auch in Korinther 13, 1. Korinther 13. Du bist nichts. Du kannst Engel zungen, du kannst heilen, du kannst Zungen reden, du kannst das Welt bewegen, die auf dem Meer gehen, du kannst in den Himmel laufen, du kannst alles machen, du kannst Spaghetti kochen und alles Mögliche, aber ohne diese Liebe bist du nichts. So einfach ist es. Und man guckt immer auf das andere als auf das, was muss. Und das machen viele Christen heute. Viele Prediger heute. Ja? Gucken auf alles andere, nur auf das nicht. Und möge der Herr euch alle segnen, dass wir in diese Liebe einwachsen. Und da wir auch stark werden in Christus Jesus, möge der Herr jeden einzelnen von euch und mich auch. Da züchtigen, bewegen, stark machen in dieser Liebe. Ich danke euch nochmal, dass ihr mich so umgibt. Und möge der Herr euch segnen. Ganz, ganz reich. Ich wollte heute noch ein Lied anhängen. Ich wollte heute noch ein Lied machen, aber es hat nicht geklappt. Es kommt noch. Aber wenn der Herr nicht kommt, werdet ihr es noch hören. Seid reich um